aus. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origin mit mir, dem Jan. Ich mache jetzt hier dass weiter ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Cäsar sprechen! Wir wollen ein Rom, das Gerechtigkeit, Frieden und... Der Tyrann ist tot! Ihr seid nun frei! Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Rom ist die Ewige! Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Cäsar. Man nimmt sie. Requiescat in pace, Cäsar. Wurde das immer bei Assassin's Creed Origin oder nicht gesagt? Was hast du getan? Cäsarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodorus starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten! Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. Bayek. Cäsar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus den Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt.
Hause. Ihr seid frei. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Mögen sich deine Siege vervielfachen. So, dann bin ich wohl durch mit der Hauptquest. Ausrüstung. Ja, einen besseren Bogen, den ich jetzt eh noch nicht benutzen kann. Inventar habe ich jetzt einen Brief. Okay. Dann bin ich jetzt, glaube ich, wirklich mit der Story durch und mache jetzt hier halt noch die ganzen Nebenaufgaben. Fange ich mal damit an. Und die ganze Karte habe ich auch noch nicht entdeckt. Du kannst jetzt das Büro der Verborgenen in den Mammoths aufsuchen und dort Geschäfte stehen, einzigartige Gegenstände zu verkaufen. Oh. Ey, ich habe hier noch lange nicht die ganze Karte entdeckt. Ja. Hier ist das Büro. Okay. Oh. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Nee. Bevor ich diese Mission mache, mache ich da das Zerstören. Ich brauche nur noch ein bisschen und dann bin ich wieder nach unten aufgestiegen. Ich überlege, ob ich jetzt davon eigentlich noch Videos machen soll. Ich glaube, ich muss mir halt jetzt hier die Zusatzinhalte kaufen und dann mal davon weiter Let's Play.
So. Da ist ein Hauptmann. Wo ist eine zweite? Da. Dann ist da ein Schatz irgendwo gewesen. Da. Und der andere ist da. Ja, so viel dazu. Dass hier jemand explodiert. Was? Verdammt! Anblick. Riechen tust du auch nicht gut. Alarm! Hier drüben! Ich werde einen Schädel spalten. Klingt nach Ärger. Boah, ey, der packt mich auch schon voll. Yeah.
würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht von diesem Spiel, wer weiß. Tschüss.